Geh mal rein ins neue Spiel. Also ins neue. Machen wir da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und dann werden wir schon sehen. Kurz die Eigenschaften hier. Got it. Na? Rolling out. Got it covered. No need to ask twice. Mal gucken. Musiklautstärke, Voice-over, IP-Lautstärke brauchen wir nicht. Speichern und verlassen. So, wollen wir mal gucken, dass das alles funktioniert. Okay, 2 Tage für die unsere Ausbildung der Psi-Soldaten. Maschinen wegräumen. Wir haben alle Kontakte, haben wir. Advent nimmt den Tod eines Ältesten nicht so leicht hin und hat die letzten Phasen des Avatar-Projekts beschleunigt. Sie planen nun die schnelle Verarbeitung allen überflüssigen menschlichen Lebens. Sie haben bereits damit begonnen. Ja. Das haben wir mitbekommen. Okay, was sieht es hier in der Schattenkammer? Wir haben keine offenen Projekte. Neue Befehle, Commander. Wie sieht's hier aus? Wir haben nicht viel, ne? Waffen haben wir, glaube ich, alle schon gemaxt. Unsere Arbeiten schreiten wie erwartet voran, Commander. Ansonsten haben wir auch nichts zu erforschen. Trotz des unerwarteten Ausgangs unserer... Komm, wir holen erstmal hier unsere Sachen. Neues Personal. Was haben wir hier? Ach, das ist das, ne? Das ist dieses Netzwerkding. Jetzt können wir hier uns zusätzliche Perks quasi holen. Oder können wir uns ein bisschen einfacher machen. Truppsicht erhöht um 2. Ich will nur noch mal kurz gucken, ob wir auch wirklich gut ausgestattet sind. Ne? Ob wir wirklich auch alles haben, was wir brauchen. Meltdown hat halt noch 2 Tage, ne? Gut, aber kann ich nichts machen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier die Mission noch irgendwie 2 Tage da nach hinten schieben können. Das wird wahrscheinlich nix. Was haben wir hier nochmal im Testbereich? Gut, da haben wir schon Sachen. Hey, Commander. Nee. Sportliches Kriegszentrum. Nee, Quatsch. Testbereich. Ich wollte nochmal in den Testbereich gucken. Da mal das. Guerilla-Taktikschule. Da haben wir auch schon alles. Also alles, was wir uns holen können, haben wir. Offenen Rekruten, aber brauchen wir jetzt gerade nicht. Commander? Commander, ja, das sind wir. So. So, das sind die Klingenhammer, Giftgeschosse. Also es ist. Sie werden hier noch. Überragende Kondition für plus TP, Waffen verbessern. Das ist immer schon alles überragend bei Hornig. Scorch. Wie sieht's bei dir aus? Wir haben schon überragenden Stecher. Man könnte jetzt noch mehr Lader machen. Ist
die Frage, ob das bei ihm richtig ist. Commander? Ja, Commander. Max, schön, dass du da bist. Moin. Schön, dass du dabei bist. Super. Fortschrittlicher Stecher. Hier könnten wir noch einen Mehrlader drauf machen. Ja, komm. Plus 4 TP. Bei Hornig. Ja, der sieht gut aus. Wie geht's dir? Hast du einen schönen Tag gehabt? Also teilweise, während du mit mir in Meetings warst, bestimmt, aber... Ich hoffe, du hattest angenehmes Abendbrot. Was gab es bei dir? Bei mir gab es Chicken Wings. Die waren leider nicht so lecker. Ich muss das nächste Mal selber welche machen oder so. Datenfähigkeiten hat der einmal falsche Soldatenfähigkeiten gekriegt? Ah, nee. Ich wollte es gerade sagen. Dann kommst du mal zu Nama jetzt nicht mehr abgegeben. Gut. Ein Nudelgericht aus Fernost Ban Mian. Was ist das? Erkläre es mir. Erkläre er es mir, was es ist. Erkläre er mir, was es ist. Nudeln mit Gemüsesoße und Fleisch. Sehr gut. Sehr außergewöhnlich klingt das. So, wir machen jetzt hier, diese Mission. Gibt es das bei jedem Durchschnitts asiatischen Restaurant? Vietnamese, Thailänder? Oder in welche Richtung? Indonesisch? In welche Richtung geht es mehr? Okay. Dann müsste ich das bei mir hier in der Gegend ja eigentlich bekommen. Mal gucken. Commander, sobald wir den Advent-Netzwerkturm angreifen, okay, heißt es alles oder nichts. Uns bleibt dann keine Zeit mehr für die Forschung oder die Versorgung unserer Verwundeten. Wir sollten erst ausrücken, wenn wir richtig vorbereitet sind. Okay, nee. Dann gut, okay. Wenn wir es nicht machen müssen, dann ist es ja sehr gut. Dann fliege ich jetzt hier nochmal durch die Gegend und baue überall diese Türme. Setze Kurs auf Popular Chinese Nudelisch. Ah, okay. Dann muss ich das nochmal ausprobieren. Solange es ohne Nüsse ist, werde ich es ausprobieren. So, ich nehme jetzt vor, hier überall noch diese Kommunikationstürme zu bauen. So, und unsere Psi-Soldatin kriegt immer mehr. Inspirierend, gewährt einen Truppenlied in der Nähe und verzügliche zusätzliche Aktionen. Das finde ich gut. Könnt ihr auch verbessern. Wollen wir es verbessern? Komm, wir verbessern. Wir verbessern jetzt alles nochmal, was geht. Höre sie laut und deutlich. So, ab nach Neuindien. Da wieder auf. Setze Kurs auf die indische Region. Wir müssen Türme bauen ohne ND. Signal ist laut und deutlich. Nice. Irgendwo war noch einer, da war noch einer. Setze Kurs auf die Arktis. Kostet natürlich eine ganze Menge, aber gut. Ich will noch mal ein paar Sachen vollständig machen. Das ist gut für die Achievements. So, jetzt können wir hier was bauen. Energierelais brauchen wir eigentlich nicht. Kommunikationszentrale brauchen wir auch nicht. Ingenieure können in Werkstätten eingesetzt werden, um einzigartige Kremlin-Drohnen zu bauen. Ein einzig... Kann es in der Raum. Hier kommen wir. Bau eine Werkstatt. Eingeleitet. Wir bauen einfach mal eine Werkstatt.
Und gehen weiter. Was? Ban Mian ist ein kulinarisches Gericht, das in China, Malaysia, Singapur und Taiwan beliebt ist. Es besteht aus Eiernudeln, die in einer würzigen Suppe serviert werden, oft mit einer Art Fleisch oder Fischgemüse und verschiedenen Gewürzen, getrocknete Sardellen, gehacktes Schweinefleisch, Pilze und ein Blattgemüse wie Süßkartoffelblätter sind ebenfalls mögliche Zutaten. Es klingt auf jeden Fall mega nice. Also, ich find's schon mal interessant. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Ja. Hallo, Commander. Okay, wir haben tatsächlich nichts mehr zu erforschen, was ich komisch finde. Es fühlt sich nicht so an, als ob wir schon alles erforscht haben. Wirklich gar nicht. Also irgendwie fehlt noch was. So, Plasma-Blaster. Unter Verwendung von Technologie, die auf den Plasma-Waffentechnologie der Aliens beruht, haben wir eine Methode zur Erzeugung eines gewaltigen, fusionierten Plasma-Energieimpuls entwickelt. Alter Falter, ey. Und da fällt mir ein. Commander, ich finde es gut, dass Sie neues Personal fürs Ingenieurteam rekrutieren. Aber zurzeit sind noch immer nicht alle Ingenieure zugewiesen. Sie können bei Bauvorhaben und beim Freiräumen helfen. Oder eine Einrichtung besetzen. Ja, ja, ja. Ja, ja, dann, Es scheint, als hätten wir endlich eine Gelegenheit, Advents Propagandamaschinerie zu zerstören. Es wird nicht leicht, aber wir müssen es zu Ende bringen. Ganz gleich, was es uns kostet. Hallo, Commander. Hallo. So, ich überlege, ob ich nochmal einen Exo-Anzug oder einen War-Anzug. Interessante Wahl. Ich melde mich, sobald wir fertig sind, Commander. Ja, nochmal einen War-Anzug, ne? Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Was haben wir noch? Granate, experimentelle Rüstung, War-Anzug. Komm, noch eine Energiewaffe. Einfach mal ein paar Sachen random bauen. Eine Füllung aus Fleisch und Karotten. Dann noch genug. Ja, Dumplings sind auch noch gebraten. Ist natürlich mega. Da kann ich auch nicht neun sorgen. Energierelais verbessert. Habe ich jetzt hier alles eigentlich mal so ausgebaut hier? Verteidigungseinrichtung verbessert. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So viel verbessern wie geht. Psi-Labor haben wir schon verbessert. Schattenkammer haben wir auch verbessert. Fortschrittliches Kriegszentrum können wir nicht verbessern. Kommunikationszentrale haben wir schon verbessert. Da arbeiten auch zwei Ingenieure drin. Ne? Hier können wir nichts verbessern. Testbereich können wir nichts verbessern. Quartier. Nö, können wir nichts verbessern. Können wir nicht. Wir haben Ziele für... Okay, da haben wir neue Ziele. Jetzt ne, machen wir nochmal Nebenmissionen und sowas alles. Schwer. Hacke den geheimen Computer des Widerstands. Wirbelgeschosse, das wird man da mitmachen. Und wir kriegen eine neue Wissenschaftlerin. Die brauchen wir ja definitiv nicht. Neuen Grenadier brauchen wir auch nicht. Befall platziert zusätzliche Chrysaliden bei jedem Dings. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Aber dafür ist es Mittel, die Aktion und Vorräte. Die könnten nochmal spannend werden. Aber eigentlich... Eigentlich... Brauchen wir die auch nicht. Advent-Kontrollpunkte auf dem Land verringern die Vorräte bei der nächsten Vorratslieferung. Boah. Also das wäre eher nervig, dass diese Chrysaliden bei jedem Einsatz dabei sind. Komm, nimm mal das. Auch wenn man keinen Soldaten braucht. Australien. Nehmen wir das so mit. Jo, jo, jo. Max, hast du schon gesehen, was ich dir geschickt habe? Ich
hab dir einen Soundsample geschickt. So. Nur arbeiten. Was ist mit dir los? Meltdown. Bist du der Richtige? Ja, bist du der Richtige? Du hast doch die falschen Sachen an. Was ist da los? Du musst nachgucken bei WhatsApp. Bei WhatsApp. Okay, so. Ausrüstung, du kriegst hier, wenn wir nicht hier irgendwie... Ah, das dauert alles noch, ne? Können dir einen Exo-Anzug geben, aber der ist tatsächlich nicht besser als die Bewacherrüstung. Schade, 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 dass sie noch nicht fertig ist. Das ist kacke. Genau, soll für das neue Short, YouTube Short und Social Media Video werden. Das ist meine eigene Komposition, meine eigene Stimme, die du hörst. Das hat ein bisschen mehr mit Keyboards zu tun, auf jeden Fall. Ausrüstungsgegenstand, was geben wir dir denn? Ja, machen wir noch das Imitatgerät hier. Ah, schade, dass da der eine Exosuit noch nicht fertig ist. So, und du kriegst jetzt mal hier den schönen Plasma-Blaster. Und nicht den Flammenwerfer. Nice. So, Max, du bist auf jeden Fall dabei. Wieso hast du nur einen Slot hier? Ach so, weil du eine Pistole hast. Nee, Strahlenpistole auf jeden Fall. Psi. Hacking. Ach, jetzt weiß ich, wer fehlt. Hier, ohne Heiler fehlt. Scorch fehlt. Das geht natürlich nicht. Ohne Heiler geht nicht. Ja, Hacking werden wir hier nicht brauchen. Bitte. Auf geht's. Ja, geil, wa? Hatte ich so einen Einfall. Das müsste irgendwie. Sie müssen noch ein bisschen verfeinern, die Feinheiten, aber ich. Ja. Skyranger eingesetzt. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Vielleicht mache ich noch im Hintergrund dieses Distortion. Ja, ich hoffe doch, dass sie mir den klauen. Dass sie bei TikTok und sowas alles das als Vorlage benutzen. Für alles Mögliche. Werdet ihr alle sehen. Wenn ich es schaffe, müsste am Mittwoch der kommt der neue Social Media Post dann damit. Der Widerstand hat über einen Zugangspunkt in diesem Gebiet eine Verbindung zum Advent-Netzwerk eingerichtet und kritische Daten des jüngsten Alien-Projekts abgefangen. Leider hat Advent das Signal entdeckt und rückt aus, um die Stellung zu zerstören. Wir müssen handeln und alle Feinde ausschalten, die das Gerät bedrohen. Ja. Dass man sich nicht alles mal so aus dem Kreuz leiht. Ich hatte diesen Beat im Kopf und genau so soll es auch werden. Das ist nicht perfekt, aber es wird wahrscheinlich auch nicht perfekt werden. Auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Aber ich finde, es ist gut genug. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. YouTube Shorts, TikTok, Instagram. Also Ausrufezeichen Social bei den Kanälen wird es dann auf jeden Fall kommen. So, wir müssen jetzt hier das Datenabfanggerät beschützen, das die uns das hier nicht kaputt machen. Okay. Aber mal gucken. Okay, hier kann Max rauf auf jeden Fall. Ist schon mal gut dann als Sniper. So, kannst du ja schon mal vorrennen. Und gucken, ob da irgendwas ist. Ja, Glück
gehabt. Na gut, dann ziehe ich die mal hier alle vor. Forte, chiaro. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so einfach geht. Ich weiß nicht, wie einfach das geht, wenn man Musik macht, wie man sich das von der GEMA sichern lassen kann. Bin dabei. Habe ich tatsächlich keine Ahnung. Und ob das auch so ein 30-sekündiger Clip, okay, ob der so schützenswert ist überhaupt. Keine Ahnung. Ist ja wie ein Jingle. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Ich kenne mich da wirklich null aus. Aber ich bin für Vorschläge, bin ich da offen. Heading there now. Got it covered. Alright, da sind wir schon mal welche. Das bleibt doch nicht bei den Zweien. Aber die müssen wir ziemlich schnell abfangen jetzt. On my way. Ja, dann schleich mal hoch, Max. Ja, das ist auch nicht schlecht, das ist auch eine gute Idee. So. Ja, das stimmt. Wenn ich das für 1 Million dann den Song an TikTok. Aber ich wäre ja schon zufrieden, wenn auf TikTok, wenn die ne, diese Stitch-Funktion benutzen würden und dann einfach da den Sound benutzen. Das wäre schon cool. Ne, machen wir eine Modenschau? Ja! Wir machen eine Keyboard-Modenschau. Ja. Achso, dafür? Ja. So. Bestätigt. Mal so rum. Der Port wird mega nice, Max. Das ist eine gute Idee. Das finde ich mega gut. Ich finde sowieso, Keyboards sollten mehr sexy werden. So, jetzt geht's los. Oh ne, genau, wir müssen hier machen, weil du hast mit blitzschneller Hände eine kostenlose Aktion. Die Chance ist gleich hoch, daneben zu schießen. They spotted us. War ja klar. Ach so, du kommst hier näher ran. Das finde ich aber nett von dir. Und 100% kriegen wir auch. Nietzsche. Also Beherrschung haben wir nur einmal, aber wir müssen mal Wahnsinn. Vielleicht können wir damit auch beherrschen. Gut. Ja, ich werde mir wahrscheinlich wirklich das, wo wir bei Keyboards sind, das Keycon K8 gönnen. So, wir haben ihn tatsächlich unter Gedankenkontrolle. Nice. Genau, das K8 wird es wahrscheinlich werden. Ich bin gespannt. On the move. Und dann muss ich nur gucken, wie wie sie manchmal rumklettern, wie ich es mir ein bisschen customizen werde. Also ich werde dann, ich mal gucken, mit Red Switches holen. Und dann bräuchte ich nochmal eine Empfehlung von Switches.
und gegebenenfalls auch Kies. Also ich würde ja gern entweder so richtig schön bunt. Ich habe ja jetzt mir ein neues, würde ich auch nochmal einen Post machen, mal ein Foto abschießen. Ich habe mir ein neues, oder ich kann den Link dazu eigentlich mal vielleicht reinmachen. Kann ich es hier reinhalten? Nee, ich kann es auch in die Kamera halten ein bisschen. Entschuldigung. Sieht man das? Ah, ja, es wird nicht scharf gestellt, aber... Warte mal. Das Zwischending ein bisschen größer. Das Xtrafy GP5XL. Sorry für das Verschwommene. So in der Farbe. In Pink. Habe ich mir besorgt. Schöne, schöne Farbe. Und ich dachte, ich muss ein bisschen farbenfroher werden. Ich sitze ja völlig falsch. Genau. Also, ich will den, na, da hacken wir mit dem. Genau, ein bisschen farbenfroher werden. Und, das wird ja wohl gehen, ne? So, wir haben 100% das Soldat kann die Fähigkeit Sturm und Schuss einmal kostenlos einsetzen. Soldat kann die Fähigkeit Turm und Schuss ein. Also genau das gleiche. Was ist denn das für ein lahmes Ding? Genau, ein bisschen doch mehr bunt. Also bunte Keycaps wären cool. So eine Pastelltöne würden hier wahrscheinlich gut reinpassen. Irgendwie sowas. Da wäre ich offen für Vorschläge. Amen! So, dann haben wir den gehackt. Ich wollte eigentlich den hier oben hacken, aber gut. Dann halt nicht. Mach dir ehrlich, Foto. Ach so, okay. Ja gut, hätten wir sowieso nicht geschafft. Habe ich nicht gesehen. Bin dabei. Das sind meine Augen, vielleicht sollte ich doch während des Streams meine Brille tragen. Echt kleine Trupps, finde ich interessant. Ja, ich habe mir auch gedacht, dass es eventuell der ganze Trupp ist, aber... Boah, Alter. Ja, bitte nicht zu nah, was soll das? Sie kommen von der Seite! Nein! Viel mehr halte ich nicht aus! What the fuck, was ist hier los? Was ist hier los? Joronek. Wird erledigt. Direkt aus der Schussbahn geholt. Und du? Ja, gehst dahin und feuerst mal durch die Gegend. Los. Triff. Yes. Weil er ein bisschen lahm ist, ne? So, Max, wie sieht's aus? 100%. Du wirst ja wohl schaffen, um mit 100% zu treffen, oder? Nice. It's dead. It has to be dead. I've got something over here. Nulllanze. Treffen wir da jemand anders? Nö. Ja, ich will das mal ausprobieren. Deine Existenz ist nichtig. Okay. Krass. Crazy shit auf jeden Fall. So, und da sind wir nochmal das Zeug ein. Mal, was das ist. Fortschrittlicher Schaft, überragender Automatiklaser. Oh, und fortschrittlicher Fokus. Ja, dann fliegt der Mac durch die Gegend, okay. Hilfsprotokoll, nee, Kremlinheilung. Für Cobra, für Horneck. Schneiperreifel, yo.
So. Understood. Moving langsam, out. Langsam vortasten. Affirmativo. Ach Mist, das hat nicht dafür gesorgt, dass der gekillt wird. Na ja, gut. Okay. Kriegen wir trotzdem hin. Sie haben mich flankiert! Jetzt wird er darauf gehen. Okay. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit abzuhauen. Ja. So. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit abzuhauen. Und zwar dorthin. Schon unterwegs. I guess that'll be okay. Alles. Ich krieg's auch so. Max, ich würde sagen, bist ein richtig geiler Pistolier. Check it before you get too close. Das finde ich schon gut. Nähere mich der Zielposition. So. Bestätigt. Überwachung läuft. Mi tengo pronto. Stück für Stück. What's over there? Gehen wir Richtung Datenabfanggerät. Overwatch. Position confirmed. Master Blaster, so sieht's aus, Max. Scanning. So, Cobra. Mir entgeht nichts. War schon gut, dass wir da nicht mehr da waren. So. Wollen wir hier nochmal zum Hacken? Oder ist er nicht mehr hackbar? Ach, schade. Wo ist das Ding? Da ist das Ding. Da ist ja jemand drin. Das sind ja Peoples. All the Peoples, all the leaves are brown. All the Peoples are brown. So. Wechsle Position. Ja, hoffentlich nicht, aber... Vado. Yeah. Mi hanno visto. Ja, es ist jetzt nicht so schlimm, dass der aufgedeckt ist. Hm. Da wieder ein Stückchen. Ich will jetzt nicht zu weit hingehen, nicht, dass er jetzt also von irgendwoher rausgesprungen kommen plötzlich. Ah, warte mal, ich könnte mal mit Max auch. Da rüber. Wollte ich gerade sagen. Und dann da in die Ecke, bitte. Das mit dem Haken ist echt geil, ne? Dass man da nur noch zwei... Rücke zur Zielposition vor. Zwei Bewegungspunkte hat, ne? Biete Feuerschutz. Bin dabei. Hm? Ist da einer? Hm? Si può fare. Da wäre Angst, dass da hier so ein Typi ist. Hier so ein Shapeshifter. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, so sieht's aus. Scheint auch nicht nochmal was zu. Affirmativo. Squatch. Komm, du gehst mal hier. Stepping off. Du rennst mal jetzt rein. Got some advent here. Okay, da ist noch mehr. Shit.
Overwatch. Scheiße. Begebe mich zu dieser Position. Willkommen in der Leere. War das da? So, was macht das Ding? Sind hier keine schädige Organe, die wir leiden würden, warnen. Vielleicht haut er denn da wenigstens daraus ab. Bin dabei. Ach, Ficken. Ich hab den noch gar nicht gehört. Biete Feuerschutz. Got it covered. They're trying to flank us. Was war das jetzt? Okay, daneben finde ich gut und getroffen. Aber trotzdem, der hat zwei Movements, ne? Der kann ja zwei Sachen machen. Alter Falter, 10 Schaden. Gut, man kann ja nicht immer Glück haben, ne? Wir stehen halt auch richtig scheiße da. Okay, Schild. Okay. So. So, dann springen wir bitte ein bisschen ran. Ruptur. Rupturschiff verursacht kritischen Schaden und sorgt dafür, dass Ziele um plus 3 erhöhten Schaden durch alle zukünftigen Angriffe nimmt. Ja, bitte drum. Ja. Und zerborsten. Rimbalzato sulla corazza. So, Max, kannst du schon mal was machen? Irgendwas Geiles? Erstmal blitzen, blitzen, los. Alter, deine Pistole ist echt OP, habe ich das Gefühl, in letzter Zeit. Nietze. Und jetzt kannst du noch mal... Machst den jetzt fertig. Machst ihn einfach fertig. Der Explosionsradius ist ja genau richtig für den anderen. Da ist wenigstens sein Schild weg. Schild entfernt. Mach mal. Ist schon okay. Ist okay. Ja. Ist okay. That arm is tough. Ja. Das ist wohl wahr. So. Trotzdem wirst du jetzt per... We're close. Schwert. Meines 1-5, wir haben Sicht aufs Ziel. Rücken Sie vor und schützen Sie die Ausrüstung um jeden Preis. Ja, das machen wir schon. Ja, wir sind sehr gut. Meines 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und gesichert. Meines 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Also das letzte mit Scorch hätte wirklich nicht sein müssen. Das hätte nicht sein müssen. Das kriegen wir auch besser hin. Arme Scorch, ey. Die meisten Schaden erlitten, aber wirklich. Und die meisten Angriffe hast du, Max. Und die meisten Schaden, das ist schon auch schon lange nicht mehr so gewesen. Sehr, sehr, sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Hast du sehr gut gemacht. Na komm, dass die Ladezeiten so lang sind. Oh, ich habe übrigens was. So als kleiner Spoiler. Für Donnerstag haben wir einen Kumpel gedruckt. Er sieht natürlich wieder nur unscharf, ne? Aber vielleicht kann man es erkennen, was es ist. Was es für eine wunderschöne Sache ist.
ist tragbar um den Hals und wird auch getragen dann am Donnerstag auf jeden Fall. Hat also was mit The Witcher zu tun. Uiuiui, obwohl aber nur 8 Tage und 4 Tage verwundet, das ist gar nicht so schlimm. Und da muss ich gleich mal gucken und den Fortschritt für Willen. Fortschritte Fokus-Simulation verleiht unseren Daten eine größere Chance, Panik und Psy-Angriffen zu widerstehen. Ich glaube auch Wille ist eigentlich auch gut für. Und da haben wir unser Grenadier bekommen. Wille ist doch auch gut für Psy-Leute allgemein, oder? Wenige Informationen. Ja, ja, ja. Informationen sind eine wichtige Ressource. Mehr Informationen erhalten. Erforschte Datenpads, ja, wenn wir. Ich werde auf Ihren Befehl hin anfangen, Commander. Wir haben halt nichts, ne? Wir haben halt keine Datenpads, gar nichts. Wenn wir das Advent-Dämpfungsfeld und damit auch Ihr Netzwerk ausschalten können, haben wir eine realistische Chance, die Herrschaft der Aliens über unsere Welt zu beenden. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag noch erleben würde. Die Welt wird die Wahrheit erkennen und es wird unser Verdienst sein. Ja, ja. Oh, ja, das hier alles links. Explosive Mischung, Salve. Bereichsschutz. Voll ausgebildete Soldatin ist natürlich nice. Den Fokus würde man eventuell woanders hin machen. Und das Zeug auch. Was hatte ich hier? Überragender Automatiklader. Dann müssen wir mal schauen, wo wir den gebrauchen können. Wer hat denn Automatiklader? Das ist die Frage. Schafft, das ist schon alles überragend. Da. Überragender Automatiklader. Ersten 3 Nachladeaktionen sind kostenlos. Nice. Aber das ist wirklich nur fortschrittlicher Wille. Fortschrittliche Fokussimulation verleiht unseren Soldaten eine größere Chance, Panik oder Psy-Angriffen zu widerstehen. Sind es wirklich nur die Sachen? Und wenn ich jetzt mal hier gucke auf eine Psy-Soldatin. Der Wille wäre doch eigentlich, ist doch genau das. Anscheinend nicht. Aber hier gibt es Psy, gibt es nochmal extra. Ich dachte, das hängt irgendwie zusammen. Aber ich meine, der hat eh schon einen hohen Willen. Ja, guck mal, das hier, wenn du wenigstens Schaden zufügst, auch wenn du daneben schießt. 93 Wille. Was hat Max zum Beispiel? 100 Wille. Max, du hast einfach 4 Willen. 100 Wille. 108. 100. 100. Wir haben einfach schon. Ich glaube, damit kommen wir mal hier. Machen wir ordentlich Willen rein. So kennt man dich genau. Mit 4 Willen sehe ich genauso. So, treiben wir das. Was? Da gibt es also was Neues zu machen. Hatten wir hier das Ding jetzt schon fertig gebaut? Nee, das Funkrelais hatten wir immer noch nicht fertig gebaut. Sektor 1, die Arktis. Das würde ich bitte gerne nochmal fertig machen. Und dann das hier und dann woanders nochmal hin. Schön nochmal Sachen einsammeln. Inspirieren haben wir jetzt auch. Was gibt es denn noch? Sprengzünder standhalten. Wenn der Psy-Soldat so viel Schaden erleidet, dass er sterben würde, wird er umgehend für eine Runde in Stasis versetzt, um seine Gesundheit lediglich auf 1 reduziert. Nur einmal pro Einsatz möglich. Das ist mega. Das machen wir auf jeden Fall. Das ist auch so eine passive Sache. Höre sie laut und deutlich! Sehr gut. So. Sag mal, das da? Funkrelais, Hammer. Haben wir jetzt alle Funkrelais? Ich glaube ja. Avenger berechnet. Ich glaube, neuen wir haben Kurs. Alle Funkrelais gebohrt. Ich hoffe, wir kriegen was dafür.
Müssen wir auch mal der Rohranzug, ob bald fertig ist, nochmal. Ellenlegierung, okay. Das ist der Schwarzmarkt. Da sind wir auch nochmal hin. Schneller heilen im HQ. Hier nochmal Information. Avenger berechnet neuen Kurs. Ja, jeder hat halt ein cooles Outfit. Kommt immer drauf an, was man gerade so für eine Rüstung hat, zum Beispiel. Advanced Sets Viperngift ein. Nein! So, die nächste Psy-Kraft ist aus. Ah, okay, jetzt haben wir also fast alles. Stasis für Verbündete. Um eine Runde zu schützen. Das mit dem Sprengzünder finde ich aber auch nice. Also wollen wir noch mal eine voll ausgebildete, das wäre eigentlich geil, Psy-Soldatin zu haben. Für Sie, Commander. Ich stelle Sie in Ihr Quartier durch. Oh, jetzt gibt es ja leider keinen Superchef mehr, der was sagen kann, weil er sich geopfert hat. Und wir haben mal ordentlich Kohle gekriegt, die hier irgendwo rumsteht. Komm, wir decken das mal auf. Avatar-Projekt, großer Durchbruch. Okay, also wir müssen jetzt, glaube ich, hier nochmal Informationen sammeln. Der Flammenwerfer ist fertig. Strategische Ressource gefunden. Commander-Vorratslieferung, ja, die sind halt so weit weg. Ich will jetzt nicht, dass hier ein großer Avatar-Projekt-Durchbruch kommt. Das wird definitiv die letzte... Na komm. Das ist definitiv die letzte Mission oder der Beginn der letzten Mission. Ich weiß nicht, ob ich da schon für bereit bin. Danke, Commander. Die neue Werkstatt ist eine große Hilfe. So, nicht da ansehen. Wahrscheinlich, wenn man ein Labor bauen, dann würde man auch noch mal mehr forschen können. Ich weiß, dass der Platz begrenzt ist, Commander. Vielen Dank für die zusätzliche Werkstatt. Sie wird uns von Nutzen sein. Komm, wir verbessern's. Werkstatt verbessert. Jetzt ist die Frage, was können wir hier machen? Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Gegenstände herstellen. Was können wir denn? Können wir irgendwas herstellen? Können wir irgendwas forschen? Noch ein geilerer Gremlin vielleicht? +2 Personal Gremlins. +2 Personal. Was heißt das? Was heißt das? Habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. So. Okay, wir haben alle Positionen. Jetzt gehen wir dann doch fix. Okay, experimentelle Granate, Rüstung, One-Zug braucht echt noch so lange. Ich weiß nicht, ob wir noch so lange durchhalten. Avenger berechnet neuen Kurs. Fliegen nochmal zum Schwarzmarkt. Schauen wir mal da, ob wir noch ein paar coole Sachen kriegen. Jetzt haben wir der auch Markt ein bisschen Kohle. Grenadier brauchen wir nicht. Überragende Beweglichkeit. Wir haben hier keine Verwendung für Kampfsimulation. 40 Info. Oh, Info haben wir ein bisschen. Beweglichkeit und Geschwindigkeit. Überragender Schaft. Ja, überragende Magazinerweiterung. Das holen wir mal. Oh, ein bisschen Zeug.
haben wir ein bisschen was zu verkaufen. Hier, komm. Mit dem Zeug brauchen wir ja aktuell nichts. Hier haben wir auch eine ganze Menge. Bis jetzt haben wir da nichts gebraucht von. Torwächter. Den Spinnenanzug können wir eigentlich wieder verkaufen. Den Exo-Anzug auch. So. Da haben wir auch mal wieder was verkauft. Commander, wir müssten etwas aufräumen, aber wir haben noch Platz zur Erweiterung. Wir sollten ein paar neue Einrichtungen bauen. Wie denn? Ich hab... wie denn? Ich hab doch gar keinen Platz. Ist doch alles voll. Was soll ich denn bauen? Hey, Commander. Einrichtungen bauen? Wo denn? Hier, die sind alle... hier kann ich ja einen Upgrade machen. Energierelais verbessert. Nun. Ansonsten habe ich ja hier schon alles bebaut. Von daher gucken wir jetzt uns nochmal kurz die Soldaten an. Die Soldatinnen. So, Waffenverbesserung überragend. Waffenverbesserung überragend. Fortschrittlich, haben wir noch einen überragenden Stecher? Nö. Aber hier bei Horneck. Überragende Beweglichkeitssimulation verleiht dem getroffenen Soldaten größere Chance feindlichen Angriff. Was haben wir hier? Wille. Wille brauchen wir hier eigentlich gar nicht so. Ausweichen finde ich gar nicht so schlecht, oder? Plus 4 Mobilität. Aber das ist so, kann man eher ran und wird dann nicht so doll getroffen. Das wäre... Komm, dann machen wir das da rein. Auf Beweglichkeit. Waffenverbesserung. Laservisier. Überragendes Laservisier. Bitte. Eine überragende Magazinerweiterung. Oder schafft. Fehlschüssen fügt Schaden hinzu. Ist natürlich auch nicht schlecht. Du bist ja eher Heiler. Zu viel schießen tust du nicht, ne? Wir gucken erstmal nochmal, wer. Die Waffenverbesserung. Überragendes Magazinerweiterung haben wir schon. Mehrlader. Wir haben noch leider keinen überragenden Mehrlader, Max. Das ist schade. Dann kriegst du eher hier die Magazinerweiterung, die überragende, weil du auch die Bluescreen-Geschosse hast. So, wer muss noch rennen? Psi-Soldatinnen. Überragender Schaft. Sehr gut. Nice. Das sieht schon mal sehr gut aus. Du hast den Willen, aber jetzt ist die Frage, wem geben wir jetzt noch die Mobilität? Aber dich ist wahrscheinlich nicht schlecht. Na komm, kriegst du die Mobilität rein mit dir. Neue Befehle, Commander? Ja, ich trau mich nicht so ganz. Schade, dass der Rohranzug halt nicht... Dass
der nicht schnell genug fertig wird. Also ich hätte nicht gedacht, dass der so lange dauert. Die experimentelle Waffe wäre auch nochmal schön gewesen, aber gut. So, ich speichere mal. Und dann